Und in dieser Schachtel sitzt der Kagané. Und wer den Kagané noch nicht kennt, wir haben das zusammenfassen lassen und lassen das jetzt auspacken. Landestypische Figuren Teil 2. Heute in Katalonien mit dem Kagané. Nein, das ist er natürlich nicht. Das ist der typisch deutsche Gartenzwerg. Den haben wir ja schon in der letzten Sendung erklärt. Keine Ahnung, was der jetzt hier noch zu suchen hat, aber gut, es stimmt schon. Den Gartenzwerg, den gibt es fast überall und eben auch in Katalonien. Aber den Kagané, den gibt es nur hier. Aber was bitte ist denn jetzt der Kagané? Das Wort Kagané leitet sich ab vom katalanischen Verb cagar. Das bedeutet kacken oder scheißen. Der Kagané ist also der Kackende, das Scheißerchen. Naja, und genau so sieht er eben auch aus. Na gut, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, wirkt es schon speziell. Ekelhaft. Dabei ist es doch die natürlichste Sache der Welt. Fast so natürlich wie der liebe Gott. Ja genau, der Kagané ist dort zu Hause, wo sie ihn wohl am wenigsten vermutet hätten. In der Weihnachtskrippe. Mitten unter all den anderen Figuren, dem Jesuskind, Maria und Josef, dem Engel, den Tieren und all den anderen Hirten, sitzt er da und verrichtet sein Geschäft. Normalerweise sitzt er dann aber doch nicht direkt neben der heiligen Familie, sondern eher etwas abseits. Dass der Kagané dabei ausgerechnet kacken muss, wird damit erklärt, dass er so den Boden dünge. Auf diese Weise symbolisiert er Fruchtbarkeit und verspricht Aufschwung und Erfolg im neuen Jahr. Darüber hinaus sagt man den Katalanen generell eine Vorliebe für das Fäkale nach. Dafür gibt es den in Katalonien ganz gebräuchlichen Begriff Escatologia. Die fast kindliche Begeisterung fürs Kacken findet sich auch an anderer Stelle in der katalanischen Kultur. Vor dem Essen zum Beispiel wünscht man sich Menjabé, caga fort, also iss gut und kacke kräftig. Zum Nachtisch bekommt man dann mit dem Kaffee diesen kleinen Keks hier gereicht. Er trägt den anschaulichen Namen Pet de Monja, Nonnenpups. Und es gibt das Märchen von Patoufette, also einem sehr, sehr kleinen Kind. Dieses winzige Kind kommt unterwegs in den Regen. Als es Unterschlupf unter einem Blatt Kohl sucht, wird es versehentlich von einer Kuh gefressen. Am Höhepunkt der Geschichte wird das Patoufette dann, naja, Sie können es sich schon denken, es wird ausgekackt. Damit aber wieder zurück zum Kagané. Seine genaue Geburtsstunde ist nicht zu ermitteln. Das erste Mal taucht er wohl bereits im 18. Jahrhundert auf. Damit hat er nun schon eine so lange Tradition, dass sogar die katholische Kirche ihn duldet. Na gut, der jetzt hier ist wahrscheinlich eher nicht so gern gesehen. Und dennoch ist auch er ganz typisch in Sachen Kagané. Es ist ein Kagané des Jahres, und zwar 2005. Politiker, Spitzensportler, Mitglieder der spanischen Königsfamilie, einfach jeder, der Rang und Namen hat, wird Ende des Jahres zu einem Kagané verwurstet. Die Kaganés des Jahres 2006 standen bei Redaktionsschluss leider noch nicht fest. Aber eines ist ja klar, der Kagané der deutschen Kulturnachrichten in diesem Jahr, der sieht auf jeden Fall so aus. Und damit zurück ins Studio. Alles hat ein Ende, nur Lust hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist